Ja, fangen wir quasi mit dem offiziellen Teil der Eröffnungsrede an. Kleinen Moment, ich muss mal hier ein klein bisschen, dass das nicht so übersteuert. Mit dem offiziellen Teil der Mahnwache an. Herzlich willkommen an alle, die hier sind und sich irgendwie eine friedliche Welt wünschen. Ich lese einfach mal die Eröffnungsrede vor. Wer daran was auszusetzen hat oder mitarbeiten möchte, in der Facebook-Gruppe ist die öffentlich und jeder kann was dazu machen oder wegmachen, wie er möchte. Ne? Vielen Dank auch für die Zusammenarbeit, für den Text jetzt. Also, wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwache zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Wir möchten alle hier Anwesenden um ein paar Sachen bitten. Wenn jemand anfängt zu pöbeln, zu randalieren oder irgendwie Gewalt anzuwenden, wenn vermummte Personen erscheinen, wenn jemand Parteiwerbung oder mutmaßliche Hetzschriften verteilt, bleibt bitte friedlich und sagt umgehend dem Ordner Bescheid. Haben wir eigentlich einen Ordner? Wir brauchen noch einen Ordner. Benny ist ja da. Solange wir noch so klein sind, ist das, macht er das, glaube ich, auch gerne. Genau, Bescheid, und dieser wird bei Bedarf die Mitarbeiter der Polizei informieren und notfalls diese Personen vom Dienst entfernen. Wir möchten hier keinerlei Gewalt und Extreme, weder rechts noch links noch religiös. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen. Solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Friede vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Diese Veranstaltung ist unparteilich, unpolitisch und unreligiös und wird es auch bleiben. Jeder trägt für seinen inneren Frieden selbst die Verantwortung. Denn dieser Friede kann, genauso wie Moral, Ethik und Solidarität, nur aus eigenem Herzensgrunde und Überzeugung erwachsen. Wir begrüßen herzlich unsere Freunde von der Polizei. Oder auch mal wieder nicht. Ich finde das ja auch interessant, denn wievielte Veranstaltung ist das, ohne dass dann jemand sagt, aber ist ja cool. Hi! Gut, aber wir machen mal, als ob sie da wären und danken euch. Machen wir das halt fürs, dass wir wenigstens sehen. Wir danken euch für euren Einsatz, hier mit uns die Idee des Friedens zu wahren. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hergekommen sind, um für unser aller Frieden einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft, Nationalität, egal welcher Religion, welchem Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Jeder Mensch ist es wert, gehört zu werden, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander steht. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Menschen und dem Frieden dient, soll hier eine Bühne haben dürfen. Wir begrüßen gegensätzliche Meinungen und tiefen Respekt. Denn nur durch diese Gegensätze und Unstimmigkeiten können wir uns noch sicher sein, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet und verblödet sind. Deshalb gilt es, diese Unterschiede, die uns als Menschen ausmachen, zu pflegen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, allen friedlichen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen, so verschieden sie auch sein mögen, in Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten die Welt nicht schwarz malen, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen und jedem Menschen ermahnen, einmal genauer hinzusehen. Wir dürfen und sollen hier ruhig auch Freude haben und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn nicht alle einer Meinung sind. Es wäre schön, wer Lust hat, wenn wir uns alle irgendwie hinsetzen. Jetzt hat wahrscheinlich keiner was dabei. Für die nächsten Male vielleicht einfach mal dran denken. Das ist einfach eine schöne, friedliche Atmosphäre von sich aus dann schon. Wenn wir uns das irgendwie ein bisschen gemütlich machen, wir müssen nicht mit verdrossenen Gesichtern hier stehen, wir sind für Frieden hier. Ja, auch wenn noch so viel Schlimmes war, was passiert. Genau. Blablabla. Wir schön uns alle hinsetzen, um eine friedliche Atmosphäre auszustrahlen. Möge der Wille zum Frieden über den unterschiedlichen Meinungen stehen und zu einem anregenden Austausch und Freundschaften führen. Das Mikro ist für jeden offen. Wer was sagen möchte, kommt her. Und ich kann auch gerne anbieten, dass wir eine offene Kamera haben. Also wenn jemand gerne einfach von sich aus eine Videobotschaft rausschicken will, können wir das gerne aufnehmen.
Und ich stelle auch gerne den YouTube-Kanal von mir zur Verfügung, der hat ein bisschen Reichweite, dass er auch viele Menschen erreicht. Das ist dann halt eine Botschaft, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche online ist und halt nicht nur montags. Das sollte man nicht vergessen, die Möglichkeit haben wir, wenn die Presse schon nicht berichtet, machen wir es selber. So, herzlichen Dank und viel Spaß, schön, dass ihr da seid.